Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario und die Legende vom Äon-Tor. Beim letzten Mal haben wir Kapitel 7 abgeschlossen, haben unser 7. Sternjuwel damit geholt und haben dann erfahren, dass Peach anscheinend ins Äon-Tor gezogen wurde oder so. Und das wollen wir dann natürlich jetzt mal überprüfen, aber wir haben vor allem auch noch eine Mail bekommen. Da wollen wir natürlich erstmal eine Mail lesen, weil das ist wichtiger als alles andere. Red, letzte Ausgabe. Red, Ausgabe 7, Sonderausgabe. Rohlingen heute, schockierender Skandal. Heute in den frühen Morgenstunden. Raclette, 55, Ohrfeigt Corsario, 25, in der Taverne, 3 Ausrufezeichen. Der Grund war eine verspätete Lieferung von Lebensmitteln. Schwätzende Seeleute hatten Corsario 2 Stunden lang in der Taverne aufgehalten. Glücklicherweise war die einzige Folge der Tat ein temporärer Gedächtnisverlust, der Corsario die Erinnerungen an etwa 2 Stunden vor und nach dem Ereignis raubte. Ein zufällig bei der Tat anwesender Boxpromoter soll angeblich versucht haben, Raclette für eine Karriere im Ring zu begeistern. Skandale ereignen sich immer wieder. Und was für den einen ein ganz gewöhnlicher Vorfall ist, mag für den anderen ein Skandal sein. Aber die Skandale in dieser Stadt sind alle geprägt von der Liebe der Bürger zueinander und zu dieser Stadt. Oder so. Shopping-Detektiv, heute stellen wir die Nordwind-Boutique in Groß-Frostheim vor. Gefroren, so sagt man hier, sind die Pilze am besten. Tatsächlich ist auch die Qualität der übrigen Waren herausragend. Kommentar der charmanten Verkäuferin Bumbine. Hier ist es zwar ein wenig kalt, aber guten Kunden wärme ich jederzeit gerne mit einer kleinen Explosion das Herz. Ich freue mich auf viele Kunden aus dem schönen Rohlingen. Gelegenheiten zum Einkaufen ergeben sich immer wieder. Und der Shopping-Detektiv wird auch in Zukunft neue Läden erforschen. Dem treuen Leser an dieser Stelle herzlichen Dank. Rezepte-Ecke. Heute präsentieren wir unser letztes Rezept. Das Paarmal. Ein Paarmal. Haha. Gibt man einen Eishasen in eine Pfeffersuppe, so erkaltet die Suppe. Und man kann seinen Gästen ein Paarmal präsentieren. Ein idealer Start für unvergessliche Abende mit ganz speziellen Menschen. In gutem Essen zeigt sich die wahre Form der menschlichen Seele. Danke für viele Anregungen und Tipps. Und lasst es euch schmecken. Zum Schluss. Die letzte Ausgabe ist erreicht. Am Anfang war es schwer, dieses Red ins Rollen zu bringen. Aber wir glauben, unsere Leser sind zufrieden. Und wir sind stolz, es bis hierher geschafft zu haben. Danke für alles. Und vielleicht liest man sich ja einmal wieder. Herausgeber und Redaktion, Förderverein Rohlingen. Gefunden! Das Finale, der Bonusdienst für treue Leser. Insider News. Im letzten Moment erreicht uns Nachricht von Wim Quizmo 44. Der beliebte Quizmaster hat sich in letzter Zeit zurückgezogen, um an dem neuen Quiz Wer ist der Ehrliche zu arbeiten. Die Vorbereitungen für das Quiz haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet, so die Aussage des beliebten Stars. Deshalb mussten Auftritte in der Öffentlichkeit zurückstehen. Aktivitäten der Zukunft werden mit Spannung erwartet. Ja, ist eigentlich irgendwie schade, dass wir Quizmo in dem Spiel nicht drin haben. Andererseits bin ich happy, dass ich bei dem keine Sternsplitter farmen musste ohne Ende. Ist dann auch der andere Vorteil. Geheime Rezepte. Nutzt man ein Item namens Punktetausch für Experimente in der Küche, so ist das Ergebnis ein Gericht mit vertauschter Wirkung. Und das heißt, nutzt man den Punktetausch für ein Item mit geringer Wirkung, dann... Nun, das sollte man wirklich einmal ausprobieren. Und damit sind wir wirklich am Ende. Danke allen, die bis zur letzten Zeile mitgelesen haben. Ja, irgendwie schade, dass wir Rat nicht mehr lesen. Aber anscheinend habe ich noch einen Brief vom Geist bekommen. Der Geist des Glimmerliners spukt weiter. Du fragst, wie ein Geist Mails schreibt. Ich habe Besitz vom Schaffner ergriffen und seine Hände genutzt. Aber sorge dich nicht, es geht ihm gut. Ich führe jetzt wieder mein Tagebuch, damit mein Leben dokumentiert wird. Selbst wenn es das Leben eines Untoten ist. Dir viel Erfolg bei deinen Abenteuern. Und bedenke, noch ist dir der Zugang ins Reich des Todes verwehrt. Obwohl ich mich freuen würde, dich zu sehen. Der Geist von Abteil 4. Oh. Ist schön, dass er uns eine Mail geschrieben hat. Dass er dafür extra andere Leute übernommen hat, ist jetzt nicht so schön, aber... Okay. Okay.
Nichts wirklich Interessantes. Dann schauen wir mal. Ich glaube, ich habe jetzt echt mal vergessen, zwischendurch mal drauf zu schauen. Schande über mich und so. Eine uralte Prophezeiung besagt, der Mond wird im grellen Licht erstrahlen. Sie sagt auch, die Welt wird in Dunkelheit versinken. Ja, hoffen wir mal, dass zweiteres nicht passiert. Die Sudelecke. Der Mond wirkt irgendwie unruhig heute Abend. Ob der Mann da oben wütend ist? Ein Astronom. Ja, ein toller Astronom. Oh, hier haben wir eine weitere Luigi-Ausgabe, die wir kaufen können. Super Luigi 4. Da bekommt er 128 Münzen für. Selbstverständlich gerne. Herzlichen Dank. Ja. Immer wieder gerne. Dann können wir mal mit ihm reden. Ja, tut er, mein Freund. Ja, ich möchte was Sachen verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Ich möchte verkaufen das Schäfchen. Das setze ich sowieso nie ein. Ich möchte verkaufen den Kram. Das Tonic bringt leider nur eins, sonst hätte ich es wahrscheinlich verkauft. Können den Voltopilz verkaufen, den setze ich sowieso nie ein. Davon habe ich, glaube ich, auch noch einen, jawohl. So, schon besser. Ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Unnütze Items loswerden. Oh, dann suchen wir mal unseren Bruder. Schauen, wo der jetzt aktuell rumsteht. Hier scheint er nicht zu sein. Dann machen wir uns doch einfach mal in diese Ecke auf. Schauen mal beim Professor vorbei. Ja, hier haben wir nämlich tatsächlich mal etwas, was wir bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht gehabt haben. Wir haben was im Müll gefunden. Du findest Infos zum Thema M-Crucimat XXL auf der Rückseite des Papiers. Diese Infos werden in dein Lexikon gespeichert. Ja, wenn man ein Kapitel abschließt und Feinde, die es nur ein einziges Mal, nämlich nur in dem Kapitel gibt, nicht gescannt hat, findet man die Scanner-Sachen immer hier. Das heißt, Bosse muss man grundsätzlich überhaupt nicht scannen, weil die Informationen einfach da landen. Und bei dem Mini-Crucimat XXL war ich mir nicht sicher, ob man die Dinger scannen muss. Man hat ihn deshalb nicht gescannt, weil die Gegner einfach zu nervig sind. Und ja, anscheinend musste man sie scannen, wenn man sie haben will, aber dass den Feind nur in dem Kapitel gibt und nicht mehr nachspawnt, haben wir jetzt entsprechend die Info einfach aus dem Müll gezogen. Dann können wir eigentlich auch mal dann unser Lexikon gehen und das Ding mal eben suchen, wenn wir schon extra es gekriegt haben. Die Frage ist, wo das Ding ist. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Na, muss ich hier irgendwo sein. Da. Mini-Crucimat XXL. Max HP 1, Angriffskraft 0, Verteidigung 0. Kleine Crucimaten, die den Crucimat XXL schützen. Erledige sie, bevor du den Hauptgegner angreifst. Ja. Nicht die nützlichste Information, weil das hätten wir uns auch selber denken können. Ich würde sagen, wir schauen mal bei ihm hier wieder vorbei. Sehr gegrüßt. Möchtest du einen Teil der Rulinger Legende hören? Diese habe ich anzubieten. Ja, wir haben hier noch einiges, was wir lesen können. Also, lassen wir uns doch mal wieder was erklären. Jetzt, wo wir anscheinend auch ins Eonentor reingehen, wollen wir vielleicht mal Zeit, dass wir die komplette Legende hören. Deshalb über den großen Kampf kostet dich 5 Münzen. Na, dann fangen wir mal an. Die Kräfte, über die der Dämon der Finsternis verfügte, waren unvorstellbar. Aber der Gumba fand heraus, dass diese Kräfte den Sternjuwelen zu verdanken waren. So entwickelte er eine Taktik, sie selbst zu nutzen, um den Dämon zu vernichten. Die vier Helden vereinten also ihre Fähigkeiten. Die Magie des Buhus und die übernatürlichen Kräfte des Toads verwirrten den Dämon für einen kurzen Moment. Diesen nutzte der wackere Cooper, um sich die Kraft der Sternjuwelen anzueignen. Und so konnten sie den unbesiegbaren Dämonen starken Schaden zufügen. Wenn du noch etwas anderes hören möchtest, lass es mich wissen. Ja, komm. Wir machen direkt mit der Seele des Dämons weiter. Der Teil über die Seele des Dämons kostet sich 5 Münzen. Aber sie konnten den Dämon nicht besiegen und der Kampf fand lange kein Ende. Der weise Gumba fand heraus, dass es mittels der Sternjuwelen möglich ist, den Dämon, auch unbesiegt, für alle Ewigkeit zu versiegeln. Die Helden stimmten zu, vereinten nochmals ihre Kräfte. Und mit der geballten Macht der Sternjuwelen gelang es ihnen endlich, die Seele des Dämons in den Tiefen des Palastes einzusperren. Nur die vereinte Kraft der Sternjuwelen würde dieses Siegel brechen können. Ja, wenn wir noch mehr wissen wollen, müssen wir bezahlen.
Das haben wir schon mal gehört. Da war mal wieder eine Textbox weniger, als ich gedacht habe. So, der Fluch des Dämons. Als die vier Helden glaubten, den Dämon bereits eingeschlossen zu haben, wurden sie in einem Moment der Schwäche von ihm verflucht. Solange sie die Sternjuwelen bei sich hatten, konnte ihnen der Fluch nichts anhaben. Aber sobald sie aus der Hand legten, würde eine schwarze Truhe erscheinen und ihre Seele in sich verschließen. Die Helden beschlossen, die Sternjuwelen in aller Welt zu verstecken, um die Versiegelung des Dämons sicherzustellen. Aber schließlich wurden ihre aller Seelen in schwarzen Truhen verschlossen. Wenn du noch etwas anderes hören möchtest, lass es mich wissen. Jetzt wissen wir zumindest, von wem wir wiederum verflucht wurden, mit den Fähigkeiten tatsächlich die Welt zu retten. Es waren die alten Seelen der Helden, die den Dämon das erste Mal besiegt haben. Jetzt können wir mal was über die Bubus hören. Der Teil über die Bubus kostet ebenfalls 5 Münzen. Wer hätte es gedacht? Laut Überlieferungen wurden die Sternjuwelen an verschiedene Orte gebracht. Der Gumba versteckte einen im großen Baum des Wunderwaldes. Zu jener Zeit lebten in dem Wald zahlreiche schreckliche Monster. Unter diesen hatte insbesondere das Volk der kleinen, schwachen Bubus zu leiden. Deshalb hatte der Gumba ihnen den großen Baum zum Leben eingerichtet. Zum Dank versprachen die Bubus, das Sternjuwel gut zu behüten. Ja, jetzt wissen wir auch, woher die Bubus überhaupt das Sternjuwel hatten. Das Ende des Buhus. Dann hören wir uns doch mal an, wie der Buhu geendet ist. Der Buhu versteckte ein Juwel in einer gewissen Abtei. Sodann wurde er in einem nahegelegenen Dorf in einer Truhe verschlossen. Das Sternjuwel soll noch immer in der Abtei sein. Oder auch nicht. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo der Buhu gelandet ist. Also in welcher von den vier Truhen denn tatsächlich der Buhu drin war. Auf der Suche nach einem Versteck erreichte der Cooper eine Insel im Süden. Kurz vor dem Ziel jedoch entriss ihm der Piratenkönig Cortez das Sternjuwel. Auch die Seele des Coopers wurde sogleich in einer Truhe verschlossen. Das Sternjuwel endete als ein Edelstein mehr im Schatz des Piraten. Ja, also wissen wir auch schon mal, wo der Cooper gelandet ist. Das war dann der, der uns das Bötchenfahren beigebracht hat. Das Ende des Toads. Der Teil über das Ende des Toads kostet überraschenderweise auch 5 Münzen. Der Toad reiste mit dem Sternjuwel lange um die Welt. Aber irgendwann verließen ihn seine Kräfte. Das Schicksal sandte ihm einen Priester, der ihn pflegte. Diesem berichtete er von dem Fluch, bald in einer Truhe verschlossen zu werden. Und er bat ihn, das Sternjuwel an einen sicheren Ort zu verstecken. Ja, wenn wir noch mehr wissen wollen und so, eine Legende. Der Teil über eine Legende kostet 5 Münzen. Schön, ich meine, wir reden die ganze Zeit nur über Legenden, aber anscheinend ist das eine Legende unter den Legenden. Der Ort, an dem der Dämon seinen Palast hatte, wurde hernach gemieden. Die Menschen hielten diese Gegend lange für verflucht. Aber nach langer, langer Zeit geriet der Dämon völlig in Vergessenheit. Arme Fischer und geflohene Diebe siedelten sich an dem Ort an. Und schließlich entstand daraus die große Hafenstadt Rohlingen. Die Bewohner glauben zwar, dass in den Katakomben ein alter Schatz versteckt sei, aber in Wahrheit ruht dort noch immer die Seele des Dämons. Ja, und dann können wir uns jetzt noch die letzte Geschichte anhören, die wir uns aktuell anhören können, die über die magische Karte. Die Helden ahnten, dass das Siegel der Sternjuwelen nicht ewig halten würde. Für den Fall, dass sie in späterer Zeit wieder gebraucht würden, zeichneten sie die Verstecke der Sternjuwelen in einer Karte ein. Um jedoch zu verhindern, dass die Juwelen in falsche Hände gerieten, versiegelten sie die Karte in einer Kiste. Nur jemand, der vollkommen reinen Herzens ist, würde sie öffnen können. Ja, und so hat Peach dann die Karte gefunden. Wenn du einen Teil meiner Geschichte hören willst, komm einfach wieder vorbei. Ja, jetzt haben wir verdammt viel über die Legenden Rohlingens gelernt. Und da wir jetzt einmal hier in der Gegend sind, schauen wir da immer im Auftraghaus vorbei. Schauen wir mal, was es denn hier Schönes Neues gibt. Wir können uns das von Goldfried von
Explosov und von Fanti. Fanti. Fangen wir mal damit an. Liebster Luigi, ich erwarte dich am Springbrunnen im Bad Glimmerich. Du möchtest also den Auftrag von Fanti übernehmen? Ja. Also dann gib dir Mühe. Okay, also müssen wir nach Bad Glimmerich. Und wahrscheinlich irgendwie Luigi dahin kriegen. Also suchen wir doch erstmal Luigi. Das wollten wir eigentlich sowieso tun. Sind minimal abgelenkt worden. Schauen wir mal, wo wir den finden. In der Bar war der schon mal. Also suchen wir mal nicht in der Bar nach ihm. Schauen wir mal. Ich glaube, er war zwar auch schon mal hier unten, aber wir können ja mal schauen, ob er nochmal hier unten ist. Ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass Luigi nicht nochmal hier ist. Aber man weiß ja nie, ne? Ja, auf jeden Fall, unser guten Freund Cortez, der nur darauf wartet, uns auf die Insel zu fahren, zu der wir inzwischen auch eine schnellere Verbindung, mehr oder weniger schnellere Verbindung mit den Röhren im Untergrund haben. Das ist die eine Röhre, die ich nicht so super mega nützlich finde, einfach eben aufgrund der Tatsache, dass man mit dem Boot von Cortez da auch sofort hinkommt. Also nicht unbedingt nötig gewesen, die Abkürzung. Da ist der gute Corsario, der auf die Schnauze gekriegt hat, wie wir gehört haben. Ach, guck mal, Luigi hat sich hier oben versteckt. Okay. Ey, Bruder, wie geht's? Abenteuer? Nein, mit Reisen ist es erst einmal vorbei. Bei meiner letzten Reise habe ich nämlich Prinzessin Eclair befreit. Jawohl, ich habe meinen Weg bis in den Zornessturm gemacht. Aber dieses Abenteuer werde ich so schnell bestimmt nicht vergessen. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Also, welche Geschichte willst du dir anhören? Ja, am Zornesturm. Oder am Zornesturm. Es ist wahrscheinlich der Zornesturm, ne? Wahrscheinlich. Also, das ist eine lange Geschichte. Der Zornesturm liegt weit im Norden, auf einer steilen Klippe. Direkt am Meer bläst ein scharfer Wind. Der Klang dieses Windes wie Stimmen aus einer anderen Welt. Keiner wagt es, dem Turm zu nahe zu kommen. Ja, es ist definitiv der Zornesturm, gut zu wissen. Aber wir erreichten doch das Portal des Zornesturmes. Das war ein blödes Wort, Zornesturmes. Ja, natürlich hatte ich Angst, aber der Gedanke an Eclair. Ja, meine Kameraden dachten da genauso wie ich. Wir öffneten das Tor, im Turm herrschte völlige Finsternis. Ich wollte die Prinzessin rufen, aber ich bekam keine Ton heraus. Dann hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Und da war dieses gigantische Monster. Der Goomba-König. Oh mein Gott, hat's den Goomba-König in dieses Spiel geschafft. Aus seinem Maul tropfte der Geifer auf den Boden. Und dieser Geifer ätzte Löcher in den Boden. Ich zitterte vor Angst, aber ich durfte keine Schwäche zeigen. In seinem Angriff konnte ich mit knapperem Not ausweichen. Und dann griff ich den Goomba-König mit meinem Hammer an. Dem ersten Schlag konnte er ausweichen, aber ich erwischte ihn. Ich konnte es schaffen. Er war stark, aber ich war ihm gewachsen. Ich konnte gewinnen. Der nächste Schlag musste gelingen. Ich war nervös. Ich griff meinen Hammer, lauerte und... Krach! Der Sturm zerbrach ein Fenster im Turm. Der Goomba-König war abgelenkt. Das war meine Chance. Jetzt. Und dann? Ach, selbst den Schreibern wurde es immer zu blöde. Ich hatte den Goomba-König besiegt. Dann kam noch ein viel schrecklicheres Monster. Und das besiegte ich auch. Der Prinzessin Eclair habe ich auch gerettet. Deshalb bin ich jetzt wieder in Rollingen. Das war alles. Ja, was? Da muss doch noch mehr gewesen sein. Überhaupt nicht. Das ist alles. Prinzessin Eclair ist gerettet. Und damit ist dieses Abenteuer vorbei. Aber auf mich warten noch viele neue Abenteuer. Ja, ich habe so das Gefühl, wir haben nicht die ganze Story gekriegt. Ich spreche mich einfach an, wenn ich dir von meinen Abenteuern berichten soll. Erkläre. Erinnerst du dich? Ich bin Gloom. Der letzte Kampf war großartig. Bin jetzt zwar völlig verkohlt, aber das hat einiges geklärt. Die Details kannst du dir ja von einem gewissen Herren berichten lassen.
Ja. Auch er weiß, dass er uns nicht die richtigen Details gibt. Aber was will man machen, ne? Dann schauen wir mal wieder im Ordenladen vorbei. Wir haben so viel Geld. Den Wirrschlag besitzen wir. Ausweicher P müssten wir auch besitzen. Schauen wir mal. Wir müssten ja unseren eigenen Ausweicher haben. Ja, Ausweicher P haben wir auch. Kampfwut P. Durch die ganzen Orden durchgucken zu müssen. Wo haben wir mal die normale Kampfwut? Da müsste normalerweise der Kampfwut P direkt daneben sein. Bin ich dran vorbei? Wahrscheinlich bin ich dran vorbei. Kampfrausch. Okay, Kampfwut P scheinen wir nicht zu haben. Dann könnte man das mal kaufen. Was haben wir sonst noch so? Ich glaube, da hatten wir noch den Feuerschlag da. Den haben wir aber schon. Und Superstar haben wir auch. Oh, können wir mal Kampfwut P kaufen. Kampfwut P kostet 35 Münzen. Um diesen anderen zu legen, benötigst du 1 OP. Soll es der sein? Ja. Nehmen wir. Wenn Sachen mal im Sonderangebot sind, die wir noch nicht haben, ne? So. Ey, wie geht's dir? Ne, ich grüße dich. Ja. Was können wir denn mal kaufen? Andere bitte. Wir haben immer noch nicht alles, was wir hier so von eben haben können. Wir können zum Beispiel mal die beiden hier holen, weil warum nicht? Die Novizenmünze. Action-Kommandos einfacher, aber weniger Sternenergie. Kostet 50 Münzen. Braucht man 1 OP für. Nehmen wir einfach mal, weil warum nicht? Mal noch andere kaufen. Ja, ich möchte noch die Champ-Brosche haben. Action-Kommando schwerer, aber mehr Sternenergie. Einfach nur, um sie zu haben. Kosten auch 1 OP, überraschenderweise. So haben wir wieder ein bisschen Platz an Münzen. Kann auch nicht schaden. Oh, dann können wir das hier wieder schön sortieren. Wunderbar. Dann wollen wir mal uns so langsam aber sicher auf das letzte Kapitel vorbereiten und so. Von daher gehen wir mal in unser Lager. Erstmal lagern wir Dinge, die wir nicht wirklich brauchen. Wie das Space Food brauchen wir sicherlich nicht. Die Feuerblume brauchen wir nicht. Die 3 Schaden für alles kann man sich echt knicken inzwischen. Genauso wie den Eishauch. Und den Rest können wir eigentlich noch ganz gut gebrauchen. Wenn der Cooper-Tee ist auch nicht mehr so richtig nützlich, aber... So, dann wollen wir mal Sachen abholen. Was wollen wir mitnehmen? Ich hätte gerne diesen Ultrapilz. Ich hätte gerne diesen Ultrapilz. Ich hätte gerne das Gelee Royal. Ich hätte gerne den Lebenspilz. Dann hätte ich gerne noch diesen Ultrapilz. Wir bräuchten dringend mal ein paar mehr Gelee Royals, habe ich das dumpfe Gefühl. Deutlich mehr Pilze, als wir Gelees haben. Und dann gehen wir direkt mal nebenan. Hi, wütende Frau. Möchtest du, dass ich dir was koche? Ja, aus welchen Zutaten soll ich dir was vorbereiten? Wie wär's mit diesem Ultrapilz? Möchtest du noch was anderes dazu tun? Ja, dieses Gelee Royal, bitte. Na, also dann. Ich koche mit einem Ultrapilz und einem Gelee Royal. Ich werde dir etwas Fabelhaftes zaubern. Einen Moment Geduld. Ja, schieß mal los. Tralalalala. Einmal waschen, alles klein hacken, einmal alles flambieren. Busch. Weiß nicht, warum sie immer alles flambiert, aber scheint zu kochen dazu zu gehören. Na, schon fertig. Aber ich habe, schmeckt dir. Hier, bitte. Tada, ein Ultra-Gelee erhalten. Ein Pilzdessert von Raclette stellt 50 KP und 50 BP her. Ja, wenn wir neue Zutaten haben, kommen wir jederzeit wieder vorbei. Da können wir auch einfach mal nach Typ sortieren. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Wir könnten uns mal für den Superpilz noch ein entsprechendes BP-Sirup dazu kaufen. Aber damit wir das auch mal eben noch verkochen können. Und dann können wir uns so langsam Richtung Bad Glimmerich aufmachen. Da, wo wir auch hinwollen und so. Für unseren Sidequest.
Gab's das hier? Ne, das gab's hier gar nicht. Jetzt bin ich enttäuscht. Wir können hier aber auf jeden Fall erstmal noch einen Lebenspilz mitnehmen. Ja, vielen Dank. Du hast eine Menge Rabattpunkte gesammelt. Du hältst ein Eis auch als Prämie. Oh, cool, danke. Apropos, gibt's noch irgendwas richtig Nützliches, was wir haben wollen? Das ist Gelee Royal bei 250 Punkten, aber da habe ich nicht die Lust für jetzt 250 Sachen einzukaufen. Ja, wohl eher weniger, ne? Okay, gab's das Item im Untergrund zu kaufen? Ich meine, es gab auf jeden Fall hier Gelee Royals und so, glaube ich, im Untergrund zu kaufen, ne? Den Rest müssten wir uns wohl irgendwo aus anderen Shops zusammensammeln. Aber wir können ja glücklicherweise relativ schnell zu den meisten Shops hin. Jetzt gehen wir erstmal noch hier zum Shop und schauen mal, was es hier gibt. Shop ist doch hier, ne? Ja, der ist in der Tat hier. Also, was hast du für mich? Ja, hier kann ich noch ein Gelee Royal kaufen. Die Dinger sind zwar teuer, aber ich will's haben. Danke, damit können wir uns nämlich noch ein weiteres 50-50 Item dann mal noch zusammen kochen lassen. Und dann, ja, machen wir uns mal Richtung Bad Glimmerich auf. Dann nehmen wir mal die rechte Seite runter, um da hinzukommen. Würde aber sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit unseren Aufträgen auf dem Auftragshaus anfangen werden. Bis dahin. Aloha.